Damn. Yeah. Yeah. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Ganschott, und ja, wir spielen Doomsday Decks. Und zwar natürlich die vorgegebenen erstmal, weil wir gucken wollen, was Blizzard sich da so Schönes hat einfallen lassen mit ihren Deck Creations. Und wir fangen an mit dem Hunter, und zwar Flarks Fireworks. Das Deck setzt sowohl auf Mechs als auch auf Deathrattle. Also das Deck sieht für mich auch tatsächlich sehr interessant aus. Das Einzige, was ich bloß denke, hier fehlt eindeutig der Card Draw, weil wir nicht eine Karte haben, die uns wirklich Karten wieder auf die Hand gibt, außer Cybertrip-Tech. Give your minions Deathrattle, add a random Mech to your hand. Das heißt, wenn ich ein Board habe und diese Karte spiele, dann ja. Aber ansonsten habe ich nur Minions, die zwar das Board refillen, aber wenn meine Hand leer ist, bleibt die auch leer, weil ich einfach keinen Card Draw habe. Bin darauf angewiesen, immer gut zu ziehen, und da denke ich, ist hier eine riesen Schwäche von dem Deck. Aber naja, wir werden sehen. So, und dann beginnen wir gegen den Schamanen. Gegen den Schamanen. Der neue Schamane arbeitet mit Evolve, also das heißt, beziehungsweise mit dem Upgraden seiner Minions. Ich weiß nicht, was wir hier halten würden. 4 zu viel auf jeden Fall. Der 1er behalten wir. Bombtoss kann hier vielleicht am Anfang auch ziemlich gut sein. Okay, zweimal Bombtoss ist jetzt einmal zu viel. Wir wissen nicht, was am Anfang spielt, aber wir werden sehen. So, raus ist er. Mecharoo! Ein mechanisches Känguru, meine Freunde. Okay, für 2 Mana. Add a random elemental to your hand. Okay. Gut. Jetzt haben wir hier eine Goblin Bomb liegen. Und Deathrattle deal 2 damage to the enemy hero. Hört sich gut an. Ob's das ist. Wir haben hier einen Mech. Wir können jetzt eigentlich gerade nicht lange was mit diesem Mech anfangen. Ich bin hier aber der Meinung, wir gehen einfach hierfür. Und schon haben wir noch ein Minion, das mit attacken kann. Also ist er nicht ganz useless. Vor allem mit dem kleinen süßen Faithful Lumi. Gut, Board Refiller haben wir auch hier, aber nur einen. Die Frage ist, ich weiß nicht, was er ausspielt. Hier Hunter's Mark und Candle Shot zu spielen, bin ich schon fast übertrieben. Tatsächlich. Aber mein Board auflösen möchte ich auch nicht. Dafür habe ich einfach zu wenig. Das ist Magnetic. Okay, wenn er Magnetic ist, kann ich was dazu packen? Brauchen bloß 3 Damage. So. Damit warten wir noch. Wir hätten vielleicht auch lieber die Goblin Bomb upgraden sollen. Das Gute an der Sache ist, ich kann jetzt hier das machen. Und ich weiß nicht, ob wir hier Bombtoss spielen oder ob wir. Ne, wir benutzen einfach die Waffe, denke ich. Magnetic und Rush. Wir verbessern hier allerdings ein anderes Minion. Unseren 1-3er hier brauchen wir nicht unbedingt verbessern. So. Das ist jetzt die Frage, ob wir mit diesem kleinen Mini-Board klarkommen. Dass es. Summon 2-1-Mess-Taunt. Ja, das ist natürlich herrlich. So, wir machen den hier. So, wir nehmen hier unseren 1-3er. Werden hier reintraden, glaube ich. Oder saven wir den? Destroy random enemy minion.
Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen was auf dem Board. Wir haben 2, 4 Schaden so. Plus die 5. Okay, dasselbe nochmal im Grün. Okay, wir haben hier Magnetic, Divine Shield, Taunt, Lifesteal und Rush. Fünf, drei da rein. Machen ihn so, dass er angreifen kann. Okay, so haben wir unsere Bombs hochgepusht, dass er sie kaputt machen muss. Aber was kommt hier noch? Ein Frog? War klar, ein Hex. Okay, Board clear komplett. Und das war's jetzt, meine Freunde. Wir haben eigentlich nichts mehr, was uns jetzt noch irgendwie schützt. Wir haben keinen Card Draw. Nichts. Wir haben keinen Minion, dass wir eine Mech auf die Hand kriegen könnten. Jetzt kommt Healing Rain vermutlich. Weil welcher Schamane baut Healing Rain nicht in sein Deck ein? Oder ein Taunt, irgendwas, was dich heilt. Wird er 100% dabei haben. Ne, er sucht es noch. Okay, vielleicht habe ich hier noch einen Turn. Das Healing Rain. War ja klar. Und dagegen kann das Deck hier einfach gar nicht bestehen. Ohne Card Draw kannst du keinen Druck machen. Das am Anfang jetzt war, ich würde schon fast sagen, eher lucky. Ich kann nichts machen. Ich hänge jetzt hier wie auf kalten, keine Ahnung, wie ja, hingestellt, nicht abgeholt. Leider sehr schade. Die Magnetic. Was? Ja und? Was ist das jetzt für ein... Okay, das Play ist jetzt nicht sonderlich stark. Aber gut, meine Freunde. An dieser Stelle können wir hier, glaube ich, aufhören. So, wir haben hier Fireworks Tech. Give a friendly mech +1/+1 if it has Death Rattle triggered. Okay, wir haben 2 Minions. Also Magnetic und Poisonous. Den möchte ich am Anfang noch nicht haben. Den könnten wir auslösen, den können wir also halten. Und Candle Shot und Turn 1 können wir eh halten. Gegen den Druid eigentlich nicht unbedingt notwendig. Aber wir wissen nicht, was da so Schönes bei rauskommt. Gut, wir haben jetzt Wargear gekriegt, 5-5 Magnetic. Schon nicht schlecht. Gucken wir mal. So, wir equippen hier Candle Shot. Und warten erstmal. Am besten wäre jetzt natürlich in Turn 2 ein Minion. Am besten für One Cost. Das wäre optimal. Okay, wir haben hier nur den Replicant Menace, Magnetic und Death Rattle summon 3-1-1 Microbots. Wir belassen das hierbei und warten einfach noch eine Runde ab, obwohl ich das Gefühl habe, ich sollte eigentlich als Hunter wesentlich aggressiver spielen. Überlege, wir spielen, glaube ich, einfach den Harvest Golem. Weil selbst wenn das Death Rattle triggert, haben wir trotzdem noch einen Mech. Wir können gleich im nächsten Turn notfalls Fireworks Tech plus Hero Power. Es sei denn, er macht das Minion jetzt direkt weg. Ne, er drückt die Hero Power und geht ins Gesicht, okay. So, wir nehmen hier. Ich bin echt gespannt. Wir haben jetzt ein paar Minions auf dem Board, aber er hat schon übelst hoch gerammt. Er ist jetzt bei 8, wo wir bei 4 sind. Ich weiß noch nicht genau, ob wir mit Spreading Plague rechnen müssen. Ich habe das Gefühl, wir spielen gegen einen Token Trant Druid. Sage ich ja, Whispering of the Woods. Wir haben hier Magnetic und Rush. Wir können das zusammen mit dem Replicant Minace spielen.
Oder wir nehmen den Wargear. Das ist easy zu clearen. Das Minion. Auf jeden Fall machen wir das so. Den Trade hier. Wir haben hier Magnetic and Rush. So, und hier. So, hier zwei. Okay, ich konnte gerade nicht richtig steuern. Das Dumme ist natürlich, wir verlieren jetzt unseren 4-1er. Wahrscheinlich gegen seine Hero Power, haben dann aber drei Minions auf dem Board. Kann jetzt sein, dass er Swipe ins Face spielt. Swipe ins Face. Okay, zum Glück können wir hier mit Candle Shot wirken, indem wir Hunter's Mark spielen. Frage ist jetzt hier, spielen wir Magnetic Bomb? Ich Idiot, spielen wir hier Hero Power? Wir legen einfach unseren Poisonous auch noch aufs Board. Weil ein Swipe hat er weggehauen. Den zweiten Swipe wird er nicht raushauen. Okay, er will Card Draw. Und noch eine Karte. Okay, er sucht. Aber auf jeden Fall sind wir ein Token Trend Druid. Er wird uns hier mit Bäumen zuknallern. Und er hat noch einen Jasper Spellstone. Das ist sehr schade. Okay. Magnetic Poisonous. Ich möchte ihm hier das Target gar nicht liefern. So, jetzt haben wir einen 8-7er mit Poisonous. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich wollte. Er hat Rush. Okay. So, haben wir den auf jeden Fall weg. Leider ist unsere Poisonous damit draufgegangen. Bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, aber wir wissen ganz genau, der Druid... Der legt gleich los, vermutlich. Aber die Kombo gefällt mir. Sie funktioniert sehr harmonisch mit den Magnetics, gerade im Hunter. Allerdings, jetzt kommt's. Rüstung. Ja, dachte ich mir. Er wird hier seinen nächsten Turn vorbereiten. Summe ist, wir haben hier keinen Card Draw. Ich kann keine Karte ziehen. Und ich weiß gar nicht, ob die in dem Deck Card Draw eingebaut haben. Es sieht mir schwer danach aus, das nicht. Und das macht's richtig schlecht gerade. Da ist Spreading Plague. Die Allrounder-Waffe für den Druid. Das ist halt wie eine Mauer, die er jedes Mal aufbaut. Wild Growth. Okay, jetzt zieht noch eine Karte. Also Card Draw wäre hier echt wichtig. Sonst, wir hätten viel mehr Druck machen können. So, jetzt haben wir einen 1-5er Mech. Und können damit aber letzten Endes gar nichts anfangen. So, den Rest lassen wir einfach stehen. Weil es uns nichts bringt. Und wir haben einfach fucking nochmal keinen Card Draw. Retrans. Summon 2, okay. Macht er 2, spielt noch 2 aus. War dadurch natürlich ein heftiges Board. Und ich habe jetzt am Ende eigentlich nichts mehr. Ja. Ja, und da sind wir. Eigentlich am Ende schon angekommen. Das macht nämlich überhaupt gar keinen Sinn, das Deck hier irgendwie. Wir können jetzt das hier noch traden.
Immer schön weiter Hero powern. Aber wenn wir Pech haben, spielt er Savage Raw. Und dann sind wir so gut wie tot. Also zweimal Savage Raw ist hier lethal. Nächstes Swipe. Gut. Frage ist jetzt, haben wir noch irgendeine Antwort auf das, was er da macht? Glaube ja nicht. Ohne Card Draw ist dieses Deck hier ein bisschen verloren. Kommt also nicht auf meine Favoritenliste. Und wieder haben wir hier nur ein 1-5er Mech. Wir bräuchten noch 4 Züge. Also mindestens 4 Züge, um hier zu gewinnen per Hero Power. Die haben wir aber nicht. Also das läuft richtig schlecht. Der Flux Fireworks, ja, er verpufft genauso wie der Titel. Leider Gottes, aber wir dürfen wahrscheinlich gespannt sein auf sehr viele interessante Decks vom Hunter. Gerade Magnetic und Death Rattle scheint echt gut zu funktionieren. Gerade im Anfangsraum sehr stark, finde ich, wie man Board aufbauen kann. Und ich bin gespannt, was da kommt, meine Freunde. Und das nächste Deck wird vom Paladin Kangos Endless Army sein. Auch wieder von Blizzard, wie ihr sehen könnt. Wir probieren einfach die Deckliste aus, die uns Blizzard hier vorgibt oder beziehungsweise ausprobieren lässt. Ja, und dann werden wir sehen, ob das besser performt als der Hunter, was gerade ja nicht so toll liegt. Also, meine Freunde, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn wir Kangos Endless Army ausprobieren. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer was. Euer Ganscher.